für die Kiste haben. Das wäre eine schöne Beute. Gut. Wir bringen uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität. Und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen kannst. Das verzaubert einfache Gemüter. Einen schönen. Schoner Manövrierung fehlen machen. Ein Schoner Manövrierung. Achso. Ich hole mir zuerst die Kiste. Ich glaube, gehört hier ein Nasa, kann das sein? Schön, schön. Kugel eine. Metall. Dann kann ich alles mein Schiff und mich aufrüsten. Wir sind so viele Schiffe, ich schaffe einen schon davon manövrierunfähig zu machen. Ein Schoner. Ein schöner Schoner. So, aber zurück zum Schiff. Nach Berlin. Doch um Himmels Willen versenk sie. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Auch wenn das möglich ist. Manövrierunfähiges Schiff. Wenn ein Schiff brennt und es ist manövrierunfähig, ist es manövrierunfähig. Sie können dann entweder nach Jahren segeln und... Okay. Volle Segelbewegung! Achtung! Ich bin schon unfähig und auch schon ordentlich leckgeschlagen. Also halte auf jeden Fall die Kanonen ruhig. Versenke sie. Minus ein Königin. Werdet ihr wohl schaffen hier mal. Ich bin schon entern. I saw. Ich bin Captain Hornico und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? Moment, Señor. Tengo familia. Se lo suplico. Familie. Spricht jemand Englisch? Englisch? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Moment, ne?
Und schon haben wir einen geändert. Soll mit dem Schiff geschehen. Jack soll reparieren. Mit so viel geraubter Fracht an Bord zu sehen. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Waffen und Trimmen! Totendicht, halbe Segel! Steuerbord! Menschliches Treibgut auf Kurs! Scheint noch zu leben! Segel noch ein. Seesegel, wir reiten die Böen! Da lang! So right in die Bauen! Das ist ein Assau. Sieht man hier schön. Nee, komm ich noch nicht ran. Braucht gar nicht abzuhauen. Noch ein bisschen. Bereit zu schießen, Sir. Bereit zu feiern, Sir. Feuer! So viel Segel wie ihr könnt. Verdammt, bist du verrückt, Captain? Wir wurden touchiert. Was ist passiert? Mist ist gestorben. Auf jeden Fall war irgendwas falsch. Mehr Segel, alle Segel! Okay, mach das nochmal. Das ist ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Überbord, Captain! Menschliches Treibgut, Captain! Kommt, ihr lebt noch! Ja, alle leben sie. Oh, ich glaube, wir dürfen die nicht zu doll kaputt machen. Feuer! Oh.
Bam, bam. Einfach tot, tötet sie. Abgewehrt, was? Irgendwie zittern die gerade alle ein bisschen. Und geentert. Gucken wir es nochmal an, ja, würde ich sagen, ne? Gucken wir uns das nochmal an. Reparieren. Ein guter Fang heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr. Noch Salty Casey. Lass uns die Ladung verkaufen. Jack Dorr mit ein paar Dingen verbessert. Nach einem Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusagen. Dann bin ich König der Karibik. Einen wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich sind. Nun, ich werde aber ein Mann vermögen. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat. Nicht England. Kannst du nicht vom großen Treffer? Gebiet noch nicht verfügbar. So voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, ne? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jojojo, Mann. Ich hoffe, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Die sind so rar wie ein ehrlicher König. Tja. Trotzdem muss ich immer schon haben. Ja. Eine gute Laune hier auf dem Schiff. Na. Den Mehl, mit dem wir ziehen können. Segel setzt, Bewegung! Leersegel heißen, los geht's! Von Backbord, Sir! Da treibt einer, Sir! Denke, er hat überlebt! Da ist eine Insel, eine Insel! Kopfsegel reff! Vor Segelberg! Mit zwei. Guck mal, was es ist. Alle Segel raffen! Haltet kräftig dagegen! Komm mal weg da, weg da. Ich bin hier der Kapitän. Keine Lust, lang zu schwimmen. Captain Bobot! Bitte öffnen. Stoffe. Warum nicht? Ich muss durch den Baum hier springen. Wieder ein Fragmentpickel. Ein Erfahrungspickel. Mein geiles Schiff. Unser geiles Schiff, Leute. Unser. So, einmal wieder hier hoch. Dann ab zu dieser. Oder weiter, sagen wir mal weiter. Man weiß ja nie, was man noch findet. Gib mir etwas wahr! Hoch die Wanden, dann wird's bald! Ich möchte mich auf Land aufstoßen. Ich hab keinen Bock. So viel Segel wie ihr könnt! Groß und Bram Segel! Groß und Bram Segel! Na. Überall feindliche Schiffe. Und wir segeln. Oh, ein paar feindliche Schiffe. Ne, tue ich lieber nicht. Ja,
So, mal gucken, was da jetzt sein soll. Nein, nur das da bitte. Segeln. Ich segel doch schon. Jetzt habe ich voll den Ober von dem Kapit. Werf die Tab- und Tarnsegel! Captain hat das Ruder. Los, Segel, los geht's! Los, mach weiter da. Steuerbord! Schiffbrüchige Wasser, Captain! Ein mittelstarken Rumpf kommt. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. Achso, das haben wir. Gut. An die Schoten. Ja, da sind Schiffe. Mars und Tarnsegelwerk! Ich mag es, Jungs. Ist keine Schikane. Bringt jeden fetten Stoff in den Wind. Eissegel an die Arm- und Marssegel fest zurück. Ah, ich muss dann nicht. Großmaß an die Fallleinen. Hopp. Segel setzen. Bisschen schneller hier. Gib den Wind nach. Alle Segel andocken. Habt ihr nicht gehört? Nein, verdammt. Oh, da wieder einmal rum. Ja, schön. Ich glaub's auch. Schimmer da hoch, zack, zack, zack. Könnt ihr es bitte lassen? Dahin müssen wir. Necessita algo? Reden. Kaufen. Blick Upgrade. Rumpfausbau. Beschädigen. Rumpfausbau. Der löst hier aus. Speicher müssen wir beendet. Krisen und Plünderung. Sieht Leute mit drehbaren Tüten 20 Fässer rumplündern. Aha. Wo sind wir? Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben und preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Finde ich gut. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Eine Piratenflagge, juhu! Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in Metallplündern höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain. Stopp! Ram! Raufsegel! Oh, da kommt ein Fernrohr. Segel voraus! Eine Militärbrücke am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Kenway? Wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brücke aufzubringen? Ruf da! Aal! Ja, genau das wollte ich hören! Aal! Gib das Signal! Verwandt die Kanonen! Was ist mit der Navy, Jungs? Wir können ebenso ran wie die Breitseiten gehen. Ich setze die Pulver.